freue mich, dass ich dir erzählen kann, was ich gern hab und was nicht. Du bist da, du hörst zu. Danke, lieber Gott. Hallo Kinder, ich freue mich, dass ihr heute Morgen wieder bei mir seid und mit mir einen kleinen Kindergottesdienst machen wollt. Und wenn ich die Augen zumache, dann sehe ich euch fast alle vor mir. Die Jule, die Marie, den Joel, die Clara, die Anna und wie ihr auch alle heißt. Schön, dass ihr da seid, das finde ich ganz toll. Die Geschichte, die ich euch heute erzählen will, hat Jesus selber erzählt und sie steht in der Bibel. Aber bevor wir loslegen, wisst ihr schon, wir wollen wieder die Kerze anzünden, wie im Kindergottesdienst. Diese Kerze sagt euch, Jesus ist bei uns. Und egal, wo ihr seid, zu Hause, im Wohnzimmer, bei euch im Kinderzimmer, Jesus ist bei uns und er passt auf uns auf und er freut sich, dass wir uns mit ihm beschäftigen wollen. Ich werde die Kerze jetzt hinten auf den Tisch stellen. So könnt ihr sie auch immer noch sehen. Und jetzt möchte ich euch die Geschichte erzählen, die Jesus selber in der Bibel erzählt hat. Es ist die Geschichte von einem Mann. Der Mann wohnt in der Nähe von einer großen Stadt. Er hat ein großes Haus dort, ein schönes Haus. Er hat Tiere auf der Wiese. Die grasen dort. Und so sagt er, ich habe heute ein bisschen Zeit, ich will heute ein bisschen spazieren gehen. Und dann geht er los, guckt sich alles an, die Steine. Hier sind noch mehr Steine am Weg und er geht den Weg entlang. Und dann kommt er zu einer Hecke. Normalerweise hat er da noch nie drüber geguckt, aber heute merkt er, da ist ja ein Durchgang. Und er ist neugierig. Er sagt, na, heute gucke ich mal, was da in der Hecke ist. Er geht da durch und sieht, dass da ein Acker ist. Und auf dem Acker ist ein Hügel. Was ist denn das, denkt er. Da muss ich doch mal gucken, was da drunter ist. Mit seinem Stock macht er alles runter von dem Hügel und da sieht er, dass das eine Kiste ist, eine Schatzkiste. Er öffnet die Kiste und was sieht er in der Kiste? Eine große, dicke Perle. So eine Perle hat er noch nie im Leben gesehen. Eine riesige Perle. Die muss unheimlich viel wert sein. Und er denkt, diese Perle muss ich haben. Wem gehört dieser Acker wohl? Ich muss den Acker kaufen. Wenn ich den Acker habe, dann gehört mir auch die Schatzkiste und die Perle. Und er geht hin und macht die Kiste wieder zu und legt schnell etwas über die Kiste, damit sie kein anderer sieht und rennt so schnell er kann nach Hause. Als erstes guckt er sich sein Haus an und sagt, das muss ich verkaufen. Dann bekomme ich Geld für den Acker mit der Kiste. Und er verkauft dieses Haus. Dann geht er auf die Wiese und sagt, oh, ich muss das Schaf verkaufen. Und meinen Esel muss ich auch verkaufen. Und dann zählt er das Geld. Reicht es schon für den Acker? Reicht es schon für die Schatzkiste? Er zählt und zählt. Ja, es reicht. Juppie, ich kann den Acker kaufen. Er rennt in die Stadt zu den obersten Leuten und sagt, ich will den Acker dort hinter der Hecke kaufen. Ja, ist gut, sagen die. Kannst du kaufen, gib uns das Geld. Er gibt das Geld und jetzt ist der Acker sein Acker. Er rennt zu dem Acker hin. Hoffentlich ist die Kiste noch da. Hoffentlich ist sie noch da. Ja, da ist sie noch.
Er macht alles wieder von der Kiste runter, er öffnet die Kiste und holt aus der Kiste die Perle raus. Es ist die größte Perle, die er je gesehen hat. Nun gehört sie ihm. Er ist reich, sie ist so wertvoll. Sie ist das Beste, was er je gesehen hat. Und er freut sich. Juppie, juppie, mir gehört diese Perle. Ich freue mich. Könnt ihr euch vorstellen, warum Jesus in der Bibel diese Geschichte erzählt hat? Eine Geschichte von dem Schatz im Acker, eine Geschichte von dieser großen Perle. Jesus will damit sagen, dass ihr so seid wie die Perle. Ihr seid für ihn so wichtig wie die Perle für den Mann. Jesus tut alles für euch. Er will unbedingt euer Freund sein. Ist das nicht klasse, dass ihr so wertvoll für Jesus seid wie ein Schatz? Darüber freue ich mich total. Und wenn ihr jetzt Lust habt heute Nachmittag, dann spielt ihr mit euren Eltern noch einmal die Geschichte vom Schatz im Acker. Versteckt euren Eltern irgendwas Schönes und sie müsst es dann suchen. Und dann redet ihr nochmal über die Geschichte. Oder ihr sagt euren Eltern, Mama, Papa, versteckt mir einen Schatz, ich will jetzt einen Schatz suchen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart und ich freue mich schon auf nächste Woche, wenn wir uns wiedersehen. Tschüss!